Herzlich willkommen beim KeeperCast, den Torwart-Podcast von Keepersport. Und hier ist euer Host Martin Krenn. Hallo liebe Torwartfreunde, heute ist wieder Podcast-Zeit. Wir sind heute in der neuen Generali Arena bei der Wiener Austria zu Gast bei Franz Gruber. Er ist ein Ex-Torwartprofi und aktueller bzw. langjähriger Torwarttrainer bei der Wiener Austria. Herzlich willkommen Franz, schön, dass wir da sein dürfen. Ja, schönen Nachmittag wünsche ich auch den Podcast-Hörern und ich freue mich auf ein interessantes Gespräch mit dir. Franz, du bist seit 20 Jahren bei der Wiener Austria als Torwarttrainer tätig. Kannst du uns einen kurzen Abriss über deine sportliche Karriere als Torhüter und auch als Torwarttrainer geben, bitte? Ja, ich habe meine ersten Handschuhe beim FC Münster in Oberösterreich zerrissen, bin dann weiter zum SV Gmunden, dann über ein paar Umwege zur Wiener gekommen, von der Wiener zur Admira, dann habe ich zur Austria gewechselt und bin dann zurück zur Admira und da hat mich 1997 dann eben, wie gesagt, der Unfall aus der Karriere gerissen und habe dann 99 die Möglichkeit bei der Wiener Austria bekommen, meine Tätigkeit als Torhütertrainer zu starten. Und wie gesagt, ich habe dort im Nachwuchsbereich begonnen und bin dann, wie die Eröffnung der Stronach Akademie stattgefunden hat, eben dort mitunter auch rausgewechselt und habe die Torhüter dort trainiert. Ja, wie gesagt, es gibt in meinem Torhütertrainer-Leben jetzt mittlerweile schon einige Jahre, über die ich jetzt da zu berichten weiß, beziehungsweise sehr viele Torhüter, die eben bei der Austria waren und die ich trainieren durfte. Und es macht mir nach wie vor Riesenspaß, mit den Jungs zu trainieren, wenn man sieht, was sich entwickelt und wie der Weg der einzelnen Torhüter in die verschiedensten Richtungen und die verschiedensten Ligen passiert ist, dann macht man da natürlich auch die Arbeit dementsprechend Spaß. Von der Keeperbase in Kottingbrunn, das ist der KeeperCast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. KeeperCast, right from the heart of goalkeeping. Eine sehr, sehr interessante Karriere, die du hast. Ich denke, du bist der längste Torwarttrainer der österreichischen Bundesliga. Ich hätte zumindest nichts anderes gefunden. Wir gehen aber in der Chronologie einen Schritt zurück und ich möchte den Unfall, den du angesprochen hast, oder das Foul 1997 aufgreifen. Du warst 30 Jahre, warst eigentlich in der Blüte deiner Karriere bei der Admira und dann war dieser Unfall gegen Linz mit dem Spieler Günter Zeller. Kannst du dich noch erinnern? Möchtest du darüber sprechen? Wie war das für dich? Ja, klar, ich kann mich sehr gut erinnern an die Situation. Es war ein Freistoß und ja, wie gesagt, ich konnte den Ball sicher fangen und auf einmal war ein dumpfer Knall. Ja, und ab dem Zeitpunkt, habe ich zwar nicht gewusst, dass es vorbei ist, aber nach den Blicken der Ärzte beziehungsweise nach den folgenden Operationen war mir irgendwie schon im Hinterkopf klar, ich muss mir Gedanken machen, in welche Richtung es gehen würde, wusste ich vielleicht noch nicht im Detail, aber ich habe schon während meiner aktiven Karriere schon so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, dass mich Torwarttraining sehr interessiert und dass ich mich sehr gern mit jungen Leuten beschäftige. Und ja, so weit konnte ich das dann noch ein paar Reha-Einheiten bzw. Reha-Jahr verarbeiten und bin dann 99 eben, wie gesagt, bei der Austria in die Tätigkeit des Torhütertrainers gekommen und ist, wie gesagt. Das heißt, es war für dich ziemlich schnell klar, dass die Verletzung so groß war. Ich wiederhole jetzt noch einmal, was ich mir rausgeschrieben habe, was du wirklich alles gehabt hast. Das war ein offener Schädelbruch mit mehreren Knochenfrakturen vom Jochen Stirnbein sowie der Augenhöhle
Und das Oberkiefer und das Nasenbein waren ebenfalls gebrochen, also wirklich schwerwiegend. Lebensgefahr war da aber keine für dich oder schon? War im Prinzip nur kurzfristig, weil, wie gesagt, die Öffnung zum Gehirn war, die was Gott sei Dank der Arzt erkannt hat. Das war da zumal schon eine wichtige Sache, weil wenn man vielleicht eine Platzwunde zunäht und aber die Öffnung des Knochens nicht bemerkt, dann wäre das schon schwerwiegend gewesen. Ja, aber so bin ich glücklich, dass es so verlaufen ist. Ich bin eigentlich sportlich gut in Schuss, werde natürlich auch dementsprechend in Schuss gehalten von meinen Schützlingen. Und ja, wie gesagt, ich beginne jeden Tag mit Freude und ich freue mich auf jedes Training. Mittlerweile mit Jahren Abstand kann man natürlich leichter wahrscheinlich reden, wie es damals in der Situation für dich war, weil der Traum als Torwartprofi selber ist geplatzt mit dieser Aktion. Jetzt im Nachgang, ja, kann man leichter darüber reden, weil so viele Jahre vergangen sind. Trotzdem ist es ein Thema, das jeden Torhüter beschäftigt. So denke ich, die Angst vor einem Foul, die Ungeschütztheit vom Kopf. Der Torhüter geht oft mit dem Kopf voraus in Situationen, in Füße, in Knie vom Gegenspieler. Nimmst du aus der Situation was mit, was du deinen Torhütern weitergibst, genau für solche Fragen? Ich muss ehrlich sagen, ja, ich spreche meine Situation sehr selten an. Ich habe Ex-Torhüter auch kennengelernt, die auch so eine Verletzung hatten und die dann auch die Karriere beenden mussten. Aber jetzt in der heutigen Schnelligkeit des Spiels ist sehr viel möglich und da kann sehr viel passieren. Sie jetzt davor zu warnen, wäre, glaube ich, ein bisschen ein Fehler, weil natürlich dann die Konsequenz der Torhüter nicht mehr gegeben wäre und vielleicht bleibt da bei dem einen oder anderen was hängen und der zieht dann einmal zurück. Und das ist halt, das Spiel birgt eine gewisse Gefahr. Man kann sie nicht ganz ausschalten, man kann sie vielleicht schützen. Wie gesagt, ein Torhüter in der Bundesliga trägt einen Helm. Vielleicht ist das die Variante, sich davor zu schützen. Aber speziell sie zu warnen, wäre, glaube ich, Fehl am Platz. Das heißt, der Denkansatz ist eher, diese Angst, die berechtigt da ist, muss man einfach ausblenden im Spiel. Die muss man ausblenden, weil solche Gedanken, die verursachen immer ein Zögern. Und Zögern ist in dem Job als Torhüter Fehl am Platz. Der muss seine Handlungen in Sekundenbruchteilen abhandeln und da wäre das natürlich voll fehl am Platz. Kommen wir zu deiner Tätigkeit als Torwarttrainer. Wie schon angesprochen, seit 1999, sprich fast 20 Jahre, 19 Jahre Torwarttrainer, sehr, sehr langer Torwarttrainer. Und da hast du jede Menge Torhüter trainiert. Jede Menge Torhüter waren unter deinen Fittichen. Fallen Namen wie Jody Dulicer, Sasso Fornezzi, Thomas Mandl, Robert Almer, Heinz Lindner, Schaffer, ehemalige Team-Torhüter. Erzähl uns was von der Zeit. Was waren ein paar besondere Schmankerl? Mit wem hast du am liebsten trainiert? Wie war der Anfang, vielleicht der Einstieg als Torwarttrainer, der noch im Nachwuchs war? Wie ist es abgelaufen? Ja, der Einstieg ins Torhütertrainerwesen war natürlich schon am Anfang ein bisschen, ja, hat man ein bisschen ein ungutes Gefühl gehabt, aber ich habe mich auf meine Instinkte bzw. auf meine Fähigkeiten verlassen können. Eigentlich auch das, was ich trainiert habe, war eigentlich immer einigermaßen zeitgemäß bzw. oft sogar auch der Zeit ein bisschen voraus. Und ich habe es schon sehr genossen, den Jugendlichen heranwachsen zu sehen. Das heißt, vom Clan auf bis eben dann in die nächste Etage, also in den Jugendfußball und dann in den Erwachsenenfußball zu begleiten. Und das hat mir schon immer Herausforderung, das war für mich schon immer eine große Herausforderung, die Jungs zu begleiten und sie eben zu trainieren, beziehungsweise auf ihre Aufgaben vorzubereiten. Was jetzt die Torhüter betrifft, in dem Jugendbereich habe ich einen Jörg, einen Udo Siebenhandel bei uns im Verein trainiert, mittlerweile auch der Innsbruck-Torhüter ist bei mir durch die
durch meine Hände gegangen in der U13, 14. Christopher Gnett, ja. Und ja, mit dem Burschen hat es immer einen riesigen Spaß gemacht. Und durch diese Leute und durch diese Torhüter konnte ich mich auch entwickeln. Und das war, egal ob es dann späterer Folge im Kampfmannschaftsbereich Joey Dulitzer war, mit denen ich ein ganz eigenes, gutes Verhältnis hatte. Jetzt der Schawolcz, der was jetzt auch im Team ist, bei uns im Trainerteam, im Torwarttrainerteam speziell, dann hat es schon für mich eine gewisse Bedeutung, diese Leute alle wieder in das Boot zurückzuholen, beziehungsweise sie hierher zu bringen, um sie auch darauf vorzubereiten, mit den jungen Leuten was zu entwickeln. Und wie gesagt, eben, ob das jetzt der Beuratz, Isam Beuratz ist, der was bei uns jetzt im Verein auch als Torhüter-Trainer tätig ist, Thomas Fasching, der über auch schon, glaube ich, mittlerweile 10 Jahre bei uns im Verein ist und seine Sache sehr gut macht. Und das ist mir wichtig, dass wir im Verein einen violetten Faden haben, dass wir von unten, vom Kinderbereich bis in den Erwachsenenfußballbereich, nach einem Schema arbeiten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das heißt, diesen violetten Faden, wie du ihn ansprichst, den gibst du auch vor. Du bist Head of Goalkeeping von Austria Wien. Genau, ich gebe das vor oder ich habe das vorgegeben, weil mittlerweile sind ja die Torhütertrainer schon länger im Verein und wie gesagt, waren entweder aktiv bei mir und wissen, um was es geht. Und das war mir auch immer wichtig, dass wir eine Einheitlichkeit im Verein haben und dass wir so natürlich schon sehr viele Torhüter heranbringen konnten an den Amateurfußball beziehungsweise an den Kampfmannschaftsfußball. Ich darf nicht vergessen in Heinz Lindner, der ja, sage ich, ich glaube 6 Jahre unter mir arbeiten konnte und der mittlerweile von Frankfurt nach zu Grasshoppers Zürich gewechselt ist, dort wirklich eine sehr, sehr gute Saison hatte und uns dazu mal in die Champions League gebracht hat. Also das darf ich nicht vergessen und deshalb ist er für mich auch immer so einer, der was jeden Tag 100% gegeben hat. Also der hat sich nie hängen lassen und der war immer Vollgas da. War der Heinz für dich der Torhüter mit dem vermeintlich größten Talent, den du gehabt hast? Will ich nicht sagen Talent. Er war einer, der was sich sehr viele Sachen erarbeitet hat. Also der ist ein akribischer Arbeiter und der hat jeden Tag gewusst, was er machen muss, um besser zu werden. Aber das haben die anderen auch. Joey ist halt mit einer enormen Schnelligkeit und Gewandtheit gekommen und hat natürlich vorher schon bei Ajax gute Ausbildung genossen. Schaffi war sehr gut ausgebildet, hat bei Warschau-Spudapest und dann bei Salzburg schon seine Sache super gemacht und darum ist er dann auch über Umwegen dann zu uns gekommen und über Jahre hat er bei uns super Leistungen gezeigt. Der Sascha, den haben wir geholt von Kapfenberg, der war auch vorher beim GRK schon und hat seinen Weg dann über die Türkei also wirklich sehr gut bestritten. Und da gibt es viele, ja, Jelle den Roweler, der was zum NAC Breda und dort eben dann ab dem Zeitpunkt Stammtorhüter war. Und jetzt da die junge Generation, man darf nicht vergessen, Robert Olenik, Bartolomé Kourou, die was alle mal da in dem Verein waren und die was man natürlich auch dementsprechend trainieren konnte, Stefan Grell, der was jetzt in Horn sehr gute Leistungen bringt. Und da könnt ihr viele aufzählen, die was bei Austria Wien eigentlich, ich sage jetzt, vielleicht nicht ganz den Durchbruch geschafft haben, aber trotz alledem dann in der ersten Liga, also in der zweiten Liga eben, beziehungsweise eben in der Bundesliga dann den Durchbruch geschafft haben. Und das macht dann schon gewissermaßen stolz, dass man einen kleinen Beitrag dazu geleistet hat, vielleicht, um ihm zu sagen, dass man zu einem linken auch einen rechten Fuß braucht und dass man natürlich gewisse Techniken genauso braucht als Torhüter wie jetzt als Skifahrer, als Tennisspieler und dass man das halt in einer Permanenz auch trainieren muss. Wenn man bei der Torwarttechnik vielleicht,
Du trainierst ja gerade in der Falltechnik eine eigene Technik, die ich probiere es jetzt akustisch zu erklären. Ich hoffe, die Zuhörer verstehen das. Und ich hoffe, ich erkläre es auch richtig, weil ich bei dir noch nie trainiert habe. Okay. Oder wir haben noch nie gemeinsam trainiert. Aber da geht es darum, dass ich im Fallen dann die Hand lang mache und nur mit einer Hand den Ball sicher, damit ich eine Hand frei habe. Es sieht ja nicht jeder als gut an, sagen wir es mal so, oder andere trainieren es anders. Kannst du das erklären einmal, was der große Vorteil, warum trainierst du das so? Im Prinzip ist es so, dass wenn ich den Ball fange, logischerweise mit zwei Händen und löse aber dann die eine Hand vom Ball, um vielleicht, falls irgendwelche Eventualitäten eintreten, dass ein Ball mir auskommt, dass ich mit der zweiten Hand erstens einmal einen Abstützfaktor habe und dass ich vielleicht schneller zum Ball komme. Und der zweite wichtige Faktor ist, dass ich mir die Hand, die was ich lang mache, dass ich mir die nicht unter den Körper einzwicke. Und durch das Einzwicken unter den Körper, das ist ja manchmal nicht unbedingt ohne Schmerzen, weil das verursacht natürlich immer eine ruckartige Stoppbewegung, wenn ich jetzt am Boden aufkomme. Und durch dieses Langmachen der Hand und durch dieses dynamische Strecken des ganzen Körpers habe ich natürlich bis zur letzten Phase des Sprunges oder des Hechtsprungs habe ich Spannung im Körper. Und das ist für mich ganz wichtig, weil wenn ich mich zusammenruhe und wenn ich mich abruhe, habe ich immer die Möglichkeit oder die Chance, den Ball freizugeben. Und so habe ich aber immer eine kontinuierlich dynamische Lage und ich bin eigentlich über die Jahre sehr gut gefahren. Alle Torhüter, was da hergekommen sind oder zurückgekommen sind, ob das der Robert Almer war, der was dann aus Deutschland gekommen ist, die haben alle diese Technik praktiziert und sind immer gut damit gefahren. Und das ist von uns von Grund auf, also wie gesagt, wie ich vorhin schon erwähnt habe, eine Sache, wenn man die von Kindesbeinen an trainiert, dann wird man sie ja immer mitnehmen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man Einheitlichkeit hat, dass man keine Mischtechniken zusammenbringt, weil das verwirrt die Spieler. Je einfacher man den Sport gestaltet, umso leichter tut er sich dann in der Ausführung im Spiel und sag jetzt einmal in den Hochfrequenzspielen, wo es halt auch um gewisse nervliche und Belastungen geht. Wo hast du diese Technik her? Hast du die selber schon trainiert als Torhüter oder hast du die irgendwie abgeschaut? Nein, ich habe eben ganz anders trainiert. Mir wurde es ganz anders gelehrt und ja, ein gewisser Auslöser war eben der Joey dann, der, ich habe den 5 Tage beobachten können bei AX Amsterdam und dort waren zu dem Zeitpunkt Bogdan Lobont und Steck Hellenborg und Joey die Dulitzer und die haben diese Technik zur Perfektion können. Und mir hat das dazu mal so imponiert und wie er dann zu uns gekommen ist, habe ich ihn einfach einmal auf diese Sache ja angesprochen und wir sind einfach dann ab dem Zeitpunkt nicht mehr davon abgewichen. Und ja, wie gesagt, am Anfang bin ich bei jeder Sitzung der Torhütertrainer in Österreich kritisiert worden. Aber ja, der Erfolg, glaube ich, gibt mir oder uns recht, dass wir so praktizieren. Das heißt, es war eigentlich die Torwarttechnik von Ajax Amsterdam, wenn es alle drei so gemacht haben zu der Zeit. Kann man so sagen, ja. Lobont ist ein Rumäne, also die sag jetzt einmal, die Torhüter aus Italien, Rumänien, aus den Ländern, die diese Techniken vielleicht schon von Kindesbeinen an trainieren, dürfte die abstammen. Also ich habe jetzt keine Herkunft, keine wirkliche, aber ich denke aus den südlichen Ländern, vielleicht hat das auch was zu tun, dass man halt am Boden nicht so abrupt abstoppt, sondern dass man halt eine Phase hat, wo man halt ein bisschen besser noch gleitet. Und ich habe aber wirklich jetzt den Hintergrund nie hinterfragt auch. Ich habe es auch nicht gewusst, darum habe ich dich auch gefragt jetzt. Ja. Mit Dulica ist das klar. Weißt du, trainieren die heute auch noch so, Ajax Amsterdam? Kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Kann ich jetzt nicht sagen. Bleiben wir kurz bei der Technik noch. Du hast vorher schon gesagt, du hast denen Torhütern beigebracht, dass es einen rechten und linken Fuß auch gibt. Mhm. Die Fußtechnik wird immer wichtiger, hat man bei der WM jetzt wieder gesehen oder bei unseren Analysen, die wir gemacht haben über die WM, bei den Zahlen. Wie wichtig ist das Fußspiel? Ist es für dich wichtiger als zum Beispiel Flanken?
Es ist eine Mischung aus allem. Dass natürlich das Fußballspiel eine Bedeutung gewonnen hat in den letzten Jahren. Das haben die internationalen Spiele oder die internationalen Turniere bewiesen. Und wir können jetzt auch nicht halt davor machen. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir das Flankenspiel vernachlässigen, sondern wir haben unsere Schwerpunkte, die wir uns Woche für Woche setzen und die, was wir eben dann auch schauen, dass wir sie durchführen können, dass natürlich der Anteil des Fußballtechniktrainings zugenommen hat über die letzten Jahre, das ist augenscheinlich, weil natürlich der Torhüter mittlerweile ja der öfte Feldspieler ist und auch als dieser gebraucht wird. Join the revolution. Young, cool and freaky. Gutes Torwart-Equipment muss nicht teuer sein. www.rehabgoalkeeping.com. Addicted to goalkeeping. Was war dein größtes Karriere-Highlight als Torwarttrainer in den 19 Jahren? Ja, das waren eigentlich alle Meistertitel mit Austria Wien. Das waren die Cup-Titel mit Austria Wien. Das waren auch teilweise vielleicht verlorene Titel oder Cup-Titel. Aber ich glaube, das Allergrößte war natürlich die Champions League. Und ja, da kriege ich heute noch die Gänsehaut, wenn ich an das denke, wie wir da in der Generale Arena dieses Spiel noch fertig gebracht haben und eben dann in die Gruppenphase aufgestiegen sind. Und diese Spiele waren natürlich auch ein Highlight. Da hat er eines das andere gejagt. Und auch die Leistungen eben vom Heinz Lindner waren damals eben wirklich außerordentlich gut. Und deshalb hat er natürlich auch dann den Schritt irgendwann einmal ins Ausland geschafft. Bleiben wir bei Heinz Lindner, den hast du lange begleitet oder von klein auf schon gekannt. Er ist aktuell Nummer 1 im Nationalteam, würde ich mal sagen, oder kämpft um die Nummer 1 mit Jörg Siebenhandel. Neben Berwan, Stankovic, Strebinger, Kuster. Ist Heinz für dich die Nummer 1 im Nationalteam? Ich glaube, er hat die meiste Erfahrung von all den genannten. Das kommt ihm natürlich schon sehr zugute. Er hat jetzt das letzte Jahr alle Pflichtspiele bei Grasshoppers bestritten, hat sich dadurch auch wieder ein bisschen ins Rampenlicht gespielt. Meinen Informationen nach ist er dort auch Publikumsliebling. Die Spiele, die er in der Nationalmannschaft bestritten hat, waren ja eigentlich großteils gut, also mit wenigen Fehlern verbunden. Und der Heinz, der wird immer dieser Torhütertyp bleiben und der wird sich nicht großartig verändern. Und er muss auch so bleiben, weil sonst wird er, sage jetzt einmal, seine Qualität würde das mindern, glaube ich. Wen siehst du? Du hast im Vorgespräch vorher gesagt, dass du auch viel Scouting machst, also rundherum auch viel mitbekommst. Wen siehst du aus den nächsten internationalen Top-Torhüter, den wir haben? Strebt da immer ein bisschen einen Vergleich auch mit der Schweiz an, die halt trotzdem mit Sommer, mit Bürki Torhüter in der deutschen Bundesliga haben, die uns aktuell fehlen. Wir haben aktuell keinen Konsul Wohlfahrt, die bei Top-Clubs spielen im Ausland. Siehst du da wen? Und vielleicht als zweite Frage noch, warum gibt es im Moment keinen, deiner Meinung nach? Ich glaube, es liegt schon ein bisschen auch daran, an unserer Mentalität, dass wir Österreicher unsere eigenen Torhüter über sehr viele Jahre nicht gut wegkommen haben lassen. Das heißt, jeder hat immer gesagt, wir haben eh keine, und durch das wir haben eh keine, sind auch keine gekommen. Jetzt sind wir natürlich gefragt, dass wir in der Zukunft wieder welche entwickeln. Das heißt, dass wieder diese vorher von dir genannten Idole, was die Torhüterposition betrifft, dass wir die wieder in die vorderste Front bringen. Wir bei Austria, glaube ich, sind schon Vorreiter. Wir haben die letzten Jahre, egal ob es der Osman Hadžikić war, ob es eben vorher Heinz Lindner war, Pascal Grünwald, wir haben meist österreichische Torhüter gehabt, mit wenigen Ausnahmen. Wir haben auch jetzt mit dem Patrick Benz
ein Torhüter, der Österreicher ist, der zweite Torhüter oder der was hinten noch ist momentan, der Ivan Lucic, Österreicher. Also wir versuchen schon, uns dahingehend so zu präsentieren, beziehungsweise die Torhüterposition so zu begleiten, dass wir einen Österreicher haben. Ob er dann so weit raufkommt, dass er das Nationaltrikot überstreifen darf, ja, das hängt von vielen Faktoren ab. Aber ich glaube, all die von mir genannten haben in diversen Nachwuchsnationalteams gespielt. Und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass wieder einer von denen irgendwann einmal in die Fußstapfen von einem Franz Wolfert oder Michael Konzel oder Klaus Lindenberger tritt. Und dann wird man wieder sagen, ja, Österreich hat wieder gute Torleute, nur wir müssen sie gut machen, also wir dürfen sie nicht schlecht drehen. Und da ist natürlich auch ein Appell an alle Trainer, Torwarttrainer, fußballbegeisterte Zuschauer, man muss auch Fehler verzeihen können. Und es geht heutzutage im Fußball so schnell und deshalb ist es auch wichtig, bei dieser Schnelllebigkeit, dass man denen die Chance gibt, alles wieder gut zu machen. Das hat man ja früher nicht gehabt. Früher hast du das Spiel gemacht und hast dann irgendwann zwei Tage später was in der Zeitung gelesen und hast einmal in der Woche eine Sendung über Fußball gehabt. Kein Internet und keine Medien, die irgendwie verreißen haben können, sondern du bist halt irgendwo zwar gehypt worden, aber hast halt auch deine Fehler gemacht. Und ich glaube, dass man den Jungen viel mehr Chance geben muss, dass sie sich entwickeln. Dann kann man auch wieder gute. Und wir haben in den Akademien sehr viele gute. Und was das Scouting betrifft, ist es natürlich wichtig, dass man da seine Fühler ausstreckt, dass man den jungen Torhütern, ich rede jetzt von Kinder- und Nachwuchsfußball, dass man die natürlich frühzeitig zu den großen Vereinen holt, weil dort haben sie bessere Entwicklungsmöglichkeiten. Es ist auf was schaust du beim Scouting genau, wenn jetzt der junge Zuhörer von dir angesprochen werden möchte? Was muss wichtig erfüllen? Sind mit mir natürlich fußballerische Fähigkeiten, koordinative Eigenschaften, wie ist sein Auftreten im Spiel, wie handelt er das Coaching mit seinen Vorderleuten, das merkst du schon beim Buben, der was 9 Jahre ist, ob das einer ist oder ob das jetzt einer eher zurückhaltender ist oder ob das einer ist, der was impulsiv ist, der was an dem Spiel teilnehmen will, der was jeden Ball fordert und den was auch kleine Fehler nicht irritieren. Das ist ja ganz wichtig. Schnelligkeit ist natürlich ein sehr wichtiger Faktor, weil einen schnellen Buben kann ich besser entwickeln, als wie jetzt einer, der was halt sehr langsam gestrickt ist. Und das ist natürlich schon so ein bisschen ein Merkmal, woran ich natürlich dann in der Zukunft dann schon merke, ja, wie ist denn seine Gabe, Sachen aufzunehmen, wie kann er sie verarbeiten, wie schnell setzt er was um. Ja, und wie ist er eigentlich als Mensch, weil das ist auch wichtig. Ich muss ehrlich sagen, mit meinen Torhütern, wenn ich mit denen zum Training gehe, ich habe jetzt mal Freit, weil erstens einmal haben wir immer, was ganz wichtig ist, eine Gaudi dabei und dann entwickelt sie auch was. Und wenn die nämlich nicht gern herkommen, dann entwickelt sie nichts. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Wenn du jetzt am Scouten bist und du hast einen Torhüter, der all dies, was du jetzt gesagt hast, erfüllt alle Kriterien, dann macht er aber in der letzten Minute einen schweren Fehler und kriegt ein Gegentor. Ist das für dich dann abgeschlossen? Dann tritt das in Kraft, was ich vorher gesagt habe, dass ich ihm verzeihen muss und dass jeder, egal wie gut das ist, in was für einer Liga der spielt, es ist keiner vor Fehlern gefeit und deshalb ist es auch wichtig, dass man diesen Jungs dann dieses Selbstbewusstsein und auch dieses Selbstvertrauen gibt, damit sie solche Fehler schnell verarbeiten können. Weil einer, der was lang über einen Fehler nachdenkt und der was ewig an dem grübelt, der tut sich schwer, dass er irgendwann einmal ein ganz guter wird. Wenn man Torwartfehler spricht, kommt uns jetzt natürlich auch das Champions-League-Finale in Gedanken. Karius mit schweren Patzern. Wie hast du das gesehen? Ja, glaubst du, dass er zurückkommt? Jetzt haben sie einen Neuen vor die Nase gesetzt. Keine leichte Situation. Also es ist für einen Karius keine leichte Situation. Ich habe das Spiel gesehen. Solche Tore passieren, dass natürlich zwei in einem Spiel passieren, ist natürlich doppelt schwerwiegend für ihn.
Natürlich auch jetzt bei diesem Vorbereitungsturnier in Amerika hat er auch wieder einen schweren Patzer gehabt. Er wird halt jetzt mit jedem kleinen Fehler wird er jetzt natürlich nicht besser. Aber ich glaube, wenn er stärker ist, dann wird er sicher wieder zurückkommen. Und wenn er die nötigen Protektoren hat, das heißt die nötigen Leute, die ihn, sage jetzt einmal, den Rücken stärken und ihm auch diese Fehler verzeihen. Weil Protektoren sind für die Trainer, Torwarttrainer? Genau. Die, was unmittelbar mit ihm zu tun haben, auch das Umfeld, seine Familie, es gehören alle dazu. Bei so einem Sportler, der was so im Rampenlicht steht und nur dazu in einem Champions League-Finale solche Fehler macht, der hat es echt, glaube ich, nicht leicht. Und ich denke, die Zeit danach war für ihn sehr schwierige. Kommen wir nochmal retour zu Austria. Wiener Austria hat in den letzten Jahren, bis auf Alma und jetzt Lukic, eigentlich immer vermeintlich kleinere Torhüter gehabt. Bist du der Meinung, dass die Körpergröße nicht so entscheidend ist oder war das eher Zufall? Die Körpergröße hat natürlich schon einen Vorteil, weil natürlich ein großer Torhüter, vor dem hat man natürlich schon mehr Respekt, beziehungsweise flößt er einem vielleicht ein bisschen mehr Angst ein als Gegenspieler. Aber ich denke, die letzten Jahre haben gezeigt, dass nicht alle Torhüter, die was jetzt, sage jetzt einmal 1,90 sind, dass die auch sehr gute Leistungen bringen können. Ich sag, beim Patrick ist es so, der ist halt sehr schnell oder sehr sprungkräftig und vielleicht auch schätzt er Situationen besser ein als wie jetzt der große Torhüter. Ich glaube, die Größe ist zwar ein Faktor, aber ich würde ihn nicht als ausschlaggebendsten Faktor beurteilen. Das heißt, auch im Scouting spielt Größe nur eine mitentscheidende Rolle, aber keine entscheidende? Wir haben es eine Zeit lang betrieben, Handwurzelröntgen zu machen, wenn wir die Jungs zu uns geholt haben. Die waren dann teilweise nicht der Wahrheit entsprechend, beziehungsweise sind dann mit 18, 19 die komischsten Sachen rausgekommen, wo man sich gedacht hat, der Vater ist 1,75 und die Mutter, glaube ich, auch 1,70 und der Bub war plötzlich 1,90. Woher das, auf was das zurückzuführen ist, deshalb muss ich ehrlich sagen, ist es für mich nicht relevant, ob der jetzt 1,90 wird oder 1,85 oder 1,87. Du sitzt bei jedem Spiel, ich denke, es ist immer noch so, mit der kurzen Hose auf der Betreuerbank. Stimmt das? Nein, es hat sich verändert, weil es so viele Nachahmungstäter gegeben das hat. Das wollte ich auch hinaus, ja. Und deshalb haben wir gedacht, also den Blödsinn, den tue ich mir jetzt nicht mehr an. Wieso hast du den Blödsinn, um in deinen Worten zu bleiben, da jahrelang angetan? Ich glaube, es ist ein bisschen so eine Sache des Gefühls, beziehungsweise eine Blödheit. Und du bist es dann gar nicht mehr anders gewohnt. Also ich war jetzt nicht nur am Spiel, ich war im Training auch immer mit kurzen Hosen und es hat da nichts gemacht. Und dann habe ich einmal angefangen mit der langen Hose und dann habe ich mir gedacht, was ist denn das für ein Blödsinn? Ich will die kurze gar nicht mehr und habe eigentlich dann immer nur mehr auf die lange zugegriffen. In den kalten Monaten logischerweise. Ja. Aber das war ja früher so das Bild, Franz Gruber sitzt da mit der kurzen Hose im Winter auf der Betreuerbank. Ja. Warum? Weil du es angewohnt hast oder Verbundenheit? Weil ich mir es angewohnt habe, weil es ein bisschen Härte, Verbundenheit mit dem Torhüter und Splen. Ja. Aber wie du sagst, auf das wollte ich ja hinaus, man sieht Nachahmungstäter, die jetzt namentlich nicht nennen möchte, aber es gibt Leute, die das nachgemacht haben. Ja. In die aktuelle Saison 18-19 geht die Wiener Austria mit drei jungen Torhütern, Benz, Lucic und Kos. Es waren vor der Saison auch Namen wie Stankovic oder andere im Gespräch, wobei kein neuer Torhüter geholt wurde. Ist es ein Risiko, mit drei jungen Torhütern in die Saison zu gehen oder steht sie da voll dahinter? Also wir haben vereinsintern das so besprochen, dass wir mit diesen drei Torhütern in die Saison gehen werden. Wir haben uns natürlich logischerweise vor der Saison Gedanken gemacht, nach dem Rücktritt von Robert Almer bzw. seiner Verletzung und dem Abgang eben vom Osman Hacikic.
Es ist aber so, dass wir natürlich schon ein bisschen die letzte Saison bzw. die letzten Jahre ein bisschen reflektiert haben und einfach zu dem Entschluss gekommen sind, dass der Patrick Benz erstens einmal unser Vertrauen hat, weil er sehr gute Leistungen geboten hat und dass wir mit Ivan Lucic einen hervorragenden Torhüter dazugeholt haben, der sich die ersten drei Monate bei uns wieder ein bisschen akklimatisieren musste, beziehungsweise jetzt im Trainingsbetrieb beziehungsweise im Spielbetrieb einen hervorragenden Eindruck hinterlässt. Das lässt uns natürlich hoffen, dass, wenn irgendwas passiert, dass wir auf den einen oder anderen sofort zurückgreifen können. Wir haben in der Hinterhand mit Mirko Kos einen ausgezeichneten Torhüter, der letzte Saison bei den Amateuren, also in der Regionalliga, bester Torhüter wurde und jetzt bei den Young Violets beste Figur abgibt. Und was für Baujahr ist Kos? 97. Und wir haben in der Hinterhand eine Vielzahl an jungen Torhütern, die zwischen Jahr 2000 und 2001 geboren sind, beziehungsweise den Dominik Krischke, 1998er. Und ich glaube, das lässt uns ein bisschen ruhiger schlafen, dass wir wissen, was wir die letzten Jahre betrieben haben, beziehungsweise was wir geschaffen haben. Wir haben mit Matthias Kindl einen Torhüter von der Akademie St. Pölten geholt, der uns auch hoffen lässt, beziehungsweise Valerian Hüttner haben wir noch in der Hinterhand, der vor ein paar Jahren aus Oberösterreich zu uns gekommen ist. Also wir haben erstens einmal die Augen offen, und wir vertrauen auf unsere Ausbildung im Verein und natürlich auch mit dem Trainerteam beziehungsweise mit der sportlichen Leitung, mit Ralf Muhr, auf unsere ausgebildeten Torhüter. Und das ist ja das, was uns ja auch stolz macht. Weil der Ivan Lucic ist ja auch über uns gekommen und ist halt dann gegangen nach Ried, Bayern München, Aalborg, Bristol und hat den Weg halt jetzt wieder zurückgefunden. Aber das ist ja in der Natur der Sache. Das ist ja heutzutage ja jetzt kein Geheimnis mehr, dass man einen Spieler, wenn er sich entwickelt hat, dass er wieder zurückkommt. Wie viel Mitspracherecht als Dortmund-Trainer hast du bezüglich solchen Entscheidungen? Wer ist Nummer eins? Wer spielt? Also ich glaube, die letzten Jahre oder Jahrzehnte war es immer so, dass ich mit den Trainern ein sehr gutes Auskommen hatte, beziehungsweise die Trainer mit mir und sie mir natürlich auch in solchen Entscheidungen großes Vertrauen entgegengebracht haben. Und ich glaube, sie wurden auch in seltensten Fällen enttäuscht. Und deshalb ist es ein Miteinander, beziehungsweise natürlich in letzter Konsequenz des Cheftrainers Frage beziehungsweise Antwort. Und meine Meinung ist den Trainern sehr wichtig und ich glaube, dass das auch mir beweist, dass ich eine gute Arbeit mache und dass wir da auf einem guten Weg sind. Du hast nächstes Jahr dein 20-jähriges Torwarttrainer-Jubiläum. Wie geht's dir körperlich? Wie lange kann man professionelles Torwarttraining machen? Sind deine Hüften noch gut beieinander? Mir geht's sehr gut. Ich betreibe nebenbei ja sehr viel, damit ich meinen Körper in Schuss halte. Und es ist natürlich so, dass ab und zu einmal das Aufstehen schwerfällt. Aber wie gesagt, ich habe es ja eh schon in dem Gespräch schon mehrmals wiederholt. Der Spaß mit den Jungs, der lässt mir oft manchen Schmerz vergessen. Und auch wenn sie mich dann oft herausfordern, ich muss ihnen eine Parole bieten können und solange ich das machen kann, macht es mir Riesenfreude und ja, am liebsten möchte ich das noch viele Jahre machen und mein Wissen weitergeben und so viel Spaß mit den Jungs haben und natürlich Erfolge zu haben mit Austria Wien. Das war ein schöner Abschlusssatz von dir. Ich sage herzlichen Dank. Schön, dass wir da sein haben dürfen. Ein sehr, sehr interessantes Interview mit dir führen haben dürfen. Und ich hoffe, dass wir vielleicht in 9, 10 Jahren, dann bist du 60, vielleicht noch einmal da sitzen und über 10 weitere spannende Jahre plaudern können. Ja, danke auch für das Gespräch. Okay, das war's für heute.
Wir hören uns wieder nächste Woche. Da haben wir wieder eine Folge Ask Keepersport, wo wir Fragen aus der Community beantworten. Nächste Woche gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Georg Heu. Da haben wir drei ganz interessante Fragen aufgezeichnet. Das heißt, wir hören uns wieder nächste Woche. Hat euch diese Folge heute gefallen? Gebt uns einen Daumen hoch. Teilt die Folge mit euren Torwartkollegen. Wir hören uns nächste Woche. Danke. Ciao.